Servus Dart Collision. Es geht mal weiter heute mit der Devolution-Reihe. Der Thomas Diehl von Devolution hat mir ja noch weitere Sachen mitgeschickt, ungefragt, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Deshalb möchte ich die jetzt auch mal vorstellen. Und zwar hat er mir die Dart Butler-Serie mitgeschickt. Dart Butler, das sind kleine Cases, die man in die Hosentasche stecken kann oder auch ja, an irgendeine Schlaufe dran machen kann. Und in den Butlers, da bewahrt man sein Zubehör auf. Und da gibt es den Dart Butler 1.0, 2.0 und 3.0 sinnigerweise. Und was da im Detail reingehört und wozu die jeweils gedacht sind, das schauen wir uns jetzt an. Wir fangen natürlich an mit dem Dart Butler 1.0. Bei mir ist er jetzt personalisiert. Aber da gibt es auch ein normales Schild, habt ihr in meinem anderen Video schon gesehen vom Gewinnspiel. Zum Beispiel, da steht dann Dart Butler drauf. Je nachdem, ob man das halt möchte, dass man da sein eigenes Logo noch drauf hat. Hier kann man eine Schlaufe durchmachen oder so einen kleinen Haken, dass man sich an den Gürtel hängen kann. Passt aber auf jeden Fall in die Hosentasche rein. Und was passt da jetzt alles rein? Also wir haben hier Platz für Spitzen. Und zwar 2, 4, 6, 8, 10, 12 Spitzen passen rein. Hier vorne sind Gewinde reingeschnitten. Und da kann man verschiedene Schäfte reinschrauben. Natürlich auch, kann man auch gleiche Schäfte reinschrauben hier. Das ist einfach ein 2PA-Gewinde. Man muss es gar nicht also ganz fest schrauben. Denn die halten auch, wenn man sie nur so ein bisschen reindreht. Wie gesagt, drei Stück passen da rein. Ich nehme jetzt auch extra mal verschiedene, dass es da eben, ja, so, den Alu habe ich Schäppnei geschraubt, das korrigiere ich gleich noch. Spitzen kann ich jetzt leider keine reinstecken, weil ich keine da habe. Ich spiele ja kein E-Dart. Es ist natürlich, wenn man dann schon zwei drinne hat, ein bisschen schwieriger, den dritten noch reinzuschrauben. So, jetzt sitzt er drin, ganz genau, und hier bei diesem Loch stand auf der Packung drauf, jetzt muss ich die mal herholen, Schaftentferner. Habe ich mir gedacht, Schaftentferner, wie soll das funktionieren? Hab mal extra einen Schaft abgebrochen und wollte den hier mit entfernen, weil da drin ist es auch so ein bisschen geriffelt, das sieht man jetzt nicht, weil es zu dunkel ist. Und dann habe ich den mal so rein und habe mal versucht irgendwie, aber da geht halt gar nichts. Und dann ist mir aufgefallen, dass da gar nicht gemeint ist, dass das ein Schaftentferner ist, sondern dass man darin einen Schaftentferner aufbewahren kann. Dann habe ich mal meinen geholt. Der ist aber vom Durchmesser zu dick, das ist der von Target. Da steht dabei bis 8 mm Durchmesser. Also wenn man einen dünneren Schaftentferner hat, dann kann man den quasi hier reintun. Und es ist eben nicht gedacht, um einen abgebrochenen Schaft rauszuschrauben. Wenn man dann seine Spitzen da reingesteckt hat und den Schaftentferner, macht man das Ding zu. Jetzt wackelt da natürlich gar nichts drin rum, weil eben ja keine Spitzen drin sind. Die Spitzen kann man da so ein bisschen reindrücken, ein bisschen fester reindrücken und dann halten die auch ganz gut. Da hinten ist auch noch eine Aussparung und da kommen eben drei Flights rein. Nehmen wir mal den Wetzler. Zack, zack, zack. 1, 2, 3. Da sitzen die da auch fest drin. Kann man natürlich auch wieder rausholen dann. Also die fallen da wirklich nicht raus. Habt ihr gesehen, wie fest ich da jetzt ziehen musste, um die wieder rauszukriegen. Der Dart Butler 2.0 sieht so aus. Auch hier gibt es natürlich ein Schild, auf dem dann Dart Butler 2.0 steht. Der ist speziell gemacht für diese 90 Grad Winkel Flights. Also Flights, die nicht zusammengefaltet werden, sondern eben immer den 90 Grad Winkel haben. Und da habe ich mir jetzt mal von L-Style die Dinger hergeholt. Man kann aber auch die Dragonflight von Bulls nehmen oder jedwede andere 90 Grad Flights. Die werden einfach so da reingesteckt. Und auch hier, seht ihr jetzt hier, ist es dunkel, sind drei 2PA-Gewinde reingeschnitten in der Mitte. Da schraubt man dann seine Schäfte einfach rein. 1,
2, 3. Und hier gibt es auch wieder Platz für Spitzen, und zwar 4, 8 und natürlich hier auch, dass man es im Lichtach sieht, 12, 16 Spitzen kann man da auch noch mitnehmen. Und dann macht man das Ganze zu. Man kann natürlich da auch statt dieser ja, 90 Grad Flights einfach normale Flights nehmen. Mache ich jetzt mal hier welche einfach ab. Und die einfach aufgefaltet dann da reinstecken, geht natürlich genauso. Da kommen wir dann auch schon zum Dart Butler 3.0. Der sieht so aus, ist ein bisschen eckiger. Gibt es auch mit einem anderen Schild natürlich. Ich habe immer die Farbe Blau und Schwarz. Ihr wisst, es gibt ganz viele verschiedene Farbkombinationen und der sieht innen jetzt so aus. Und der ist speziell gemacht für Flightschaftsysteme, wie zum Beispiel von Condor. Habe ich aber keine da. Aber man kann ja auch einfach sein montiertes Setup dann hier so da reinlegen. Mache ich auch gerade mal. Ist also hier genau für ein montiertes Setup gemacht. Und hier gibt es dann Platz, um einfach Spitzen reinzulegen. Da ist jetzt keine spezielle Steckpassung oder so, sondern die legt man einfach da dann rein. Und wenn man das dann hier zuschiebt, dann ist das auch zu. Wie gesagt, schade, dass ich euch keine Spitzen reinlegen kann, weil ich eben keine besitze. Aber so sieht das 3.0 Dart Case jetzt aus. Also alle drei finde ich sehr praktische Gadgets. Ich lege sie euch nochmal dahin. Der Dart Butler 1.0, der Dart Butler 2.0 und der Dart Butler 3.0. Die drei Dart Butler sind natürlich auch wieder aus nachwachsenden Rohstoffen, aus dem PLA-Plastik, heißt es glaube ich, wie gesagt hier ja, aus Maisstärke oder so gewonnen. Und demnach auch ja, biologisch abbaubar. Man kann die bestellen bei devolution.com. Die Links jeweils zu den Produkten mache ich euch in die Videobeschreibung rein. Wenn ihr Bock auf meine Videos habt, wenn euch meine Reviews und meine ganzen anderen Dart-Quatsch-Sachen und Livestreams und dergleichen gefallen, dann natürlich gern das Video liken, den Kanal abonnieren. Eventuell auch die Glocke anschalten, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich live gehe. Einfach mal dranbleiben, denn ich werde ja noch ein paar Sachen demnächst verlosen und wünsche euch jetzt bis normalerweise immer mittwochs 19:30 Uhr gut Darts.